Ja, das ist natürlich dieser tolle Endgegner. Ich glaube, da haben schon viele, den haben schon einige mitbekommen und wissen auch in etwa, worum es geht. Er ist eigentlich ziemlich einfach zu besiegen, muss ich sagen. Man muss nur hier vorne in der Ecke die richtige Stellung finden, wie er einen sieht, aber nicht sieht. Zum Beispiel so. Und jetzt muss man halt sein. Dieses kleine rote Pünktchen da. Ich hasse das. Das ist so eine Friemelarbeit. Das muss man jetzt genau. Weil das ist einfach zu. Das ist eine richtige Friemelarbeit. Aber man schafft es. Davon abgesehen. Ich bin noch zu hoch, ne? Ja. Ich hasse diese Friemelarbeit. Ich bin immer noch zu hoch. Dieser kleine blinkende Punkt da, oder wie? Ja, aber das ist, wenn du einmal hier drauf drückst, macht er gleich so einen großen Sprung. Das musst du also richtig ätzend einstellen. Nein, es gibt in diesem Spiel keine Maus. Dann wäre das ja alles nicht so schwierig. Ja, ich habe eins weggeschossen gekriegt. Gut, speichern. Ein Auge ist schon mal weg. Es ist einfach Friemelarbeit, das hinzukriegen. Es ist einfach so eine verdammte Friemelarbeit. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ich muss da ja irgendwie rüber. Ah, ja. Gut, wir haben es geschafft. Und jetzt macht er einen auf Boom, Baby. Und das speichere ich jetzt aber auch mal einmal kurz woanders ab. Nämlich da, weil ich euch einmal zeigen möchte. Was passiert, wenn man gegen den kämpft? Oder versucht zu kämpfen? Jetzt hat er noch ein Auge. Jetzt laufen wir da einfach mal rein. Und stell fest, dass er ziemlich ätzend ist. Ey, lauf weiter, lauf, lauf, lauf. Das passiert. Jetzt hat er uns wahrscheinlich in die Seele genommen. Und tot. Und man muss halt genau dieses Auge treffen. Natürlich, je näher man an ihn ran ist, desto einfacher wird es. Aber ich mache das halt gerne von der Ferne. Ach ja, Spiel ist übrigens beendet. Hier ist jetzt mein Speicherstand, wo ich die beiden Augen rausgehauen habe. Alles kein Problem. Ja. Und dadurch kriegen wir den nächsten Stein auf jeden Fall. So, und als nächstes müssen wir uns diesen Raum hier angucken. Und zwar. Ich kann nicht. Genau, das ist der Plan. Wir brauchen jetzt was. Und das müssen wir jetzt irgendwie suchen. Um die Tür ja hinten aufzumachen. Ach ja, so war das. Da vorne ist die Rose drauf. Das weiß ich mal, wo diese eine Rose ist. Das ist mal unglaublich, dass ich mal weiß, wo eine Rose ist. Weil ich vermutet hatte, dass da vielleicht die. Ich hatte am Anfang immer vermutet, dass hier oben. Das ist hier Schatten. Ich dachte, ich hätte was auf dem Monitor. Dass hier oben dieses Rad ist, was ich brauche. Aber hier ist nur die Rose. So. Die Rose, also das Rad, was man wirklich findet, ist hier drüben. Ja. Hier ist nochmal Munition.
Natürlich die Munition, die sie manchmal bei Endgegnern oder bei Gegnern überhaupt hinlegen, ist natürlich so ein kleiner Finger, so ein Wink mit einem Soundfall von wegen, ich glaube, diese Munition solltest du verwenden. Und dann sollte man vielleicht mal ein bisschen auf die hören. Manchmal haben sie ja gute Ideen. Okay, wir laufen jetzt auf jeden Fall hier lang. Komm hier hin. Nein! Geh nach oben, schwimm nach oben, schwimm nach oben. Ich weiß gar nicht, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie das Rätsel hier unten war. Ratten, ich hasse Ratten. Okay. Da kommen wahrscheinlich auch nochmal Ratten raus. Und, okay, wir müssen wirklich ins Wasser. Okay, aber erstmal lassen wir die Ratten hier ein bisschen auflaufen, weil die laufen hier ein bisschen rum. Und leider können die ausschwimmen. Das ist keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Wir sind ja auf jeden Fall hier ganz schön in der Kanalisation, ne? Sieht man auch. Und ich muss jetzt nur herausfinden, in welche Richtung wir als erstes schwimmen müssen. Weil hier sind so ein paar Ventilatoren. Und das ist immer so ein bisschen umständlich herauszufinden, was man hier machen soll. Und daher brauche ich erstmal wieder. So, ich schwimme jetzt erstmal die Gänge ab, weil ich nicht mehr weiß, wo eigentlich hier das war, was eigentlich wichtig ist. Das war gut gesagt. Ah, hier ist schon mal ein Riesenventilator, der aus ist. Mhm, hier ist nix. Gut, okay. Und jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist auf jeden Fall ein Ventilator und hier ist so ein kleiner Gang, den wir jetzt einfach mal lang schwimmen. Obwohl wir natürlich wenig Luft haben. Oh, das schaffen wir schon. So. Geschafft. Ah, und da ist das Rädchen. Was wir mal soeben einfach hier abbauen, braucht ja kein Mensch hier an dieser Stelle. Und die Munition nehmen wir auch mit, obwohl wir noch keine Schrotgang haben. Pumpgun. Das ist Schrotmunition. Das ist eine Schrot... Ach ja, das heißt Flinte. Entschuldigung. Eine Schrotflinte. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall das Teil rausgeholt. Ich glaube, das sollte hier genügen. Gut, dann können wir wieder zurücklaufen, weil das müssen wir hinten einsetzen und dann kommen wir hier auf hoffentlich wieder raus. Okay, ich werde schon wieder nach hinten gerollt. Sehr unauffällig. Gib mir meinen Schuh. Gib mir meinen Schuh. Ich will meine Hauspantoffel wieder haben, danke. Go, mein... Gut. Ich bin ein bisschen gehandicapt, aber das ist alles in Ordnung. Ja, das bauen wir jetzt hier ein. Das Ventilrad. Nein, du ziehst jetzt nicht meine Tastatur raus. Nee, 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 nee. Ich werde wieder gemobbt hier. So. Ja. Das wohl es wohl gewesen sein. Jetzt müssen wir hier wieder hoch. Ich kann nicht weiter zurück. Au. Au. Okay. Au. Okay, ja. Laufen wir jetzt einfach mal zurück und hoffen, dass die... Ja, jetzt habe ich keine Ahnung. Jetzt müssen wir wieder da langlaufen. Wir finden den Weg. Okay, Plan Nummer 3, 2375. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Und gucken, ob da unten irgendwas passiert ist. Weil schließlich habe ich an einem Rädchen gedreht. Ja, und der Ventilator ist hier unten aus. Ah, und hier unten ist noch ein Gang. Okay, dann tauchen wir den einfach mal lang. Ich nehme erstmal das Naheliegendste. Weil das fand ich jetzt ein bisschen konfus, dass da noch ein Gang war. So. Ah, hier liegt nur ein Medipack. Das ist dieser Safe-Gang, dieser Tauch-Safe-Gang. Okay, nochmal wieder in Ordnung richtig hinstellen. Und speichern. Dann müssen wir jetzt wohl den anderen Gang tauchen. Mal gucken, wie der ist. Also hier lang. Okay.
Okay. Das gucken wir uns erstmal von der Ferne an. Komm, das schaffen wir. Lern mal. Komm, das kannst du. Ich kenn dich. Okay, das schaffen wir nicht. Nicht auf Anhieb. Okay, Luft holen. Wir wollen ja nicht sterben oder neu laden oder so. Nein, wir holen einfach hier vorne mal Luft. Ganz gemütlich und überlegen uns einen Schlachtplan. War hier überhaupt ein Hebel drin oder so? Ein Hebel wäre jetzt ganz praktisch. Nein. Ein Hebel, der das Teil ausschaltet. Gut, dann suchen wir jetzt einfach mal da drüben nach einem Hebel. Okay. Wir suchen jetzt einfach mal in diesem komischen Raum nach einem Hebel. Oder wir schauen schräg. Das müsste doch irgendwie klappen. Okay, Hebel. Ist hier irgendwo ein Hebel? Na, das ist natürlich das Naheliegendste. Okay, tauchen wir mal das Naheliegendste ab. Okay, das ist wahrscheinlich nur... Dass es hier so neblig ist. Echt schlimm, oder? Okay, es ist einfach nur neblig vom Wasser oder so. Okay, wir drehen einfach nochmal an diesem Rädchen hier. Warum? Weil wir es gefunden haben. Okay. Und hoffen, dass natürlich jetzt die Lüftung da hinten aus ist, oder? Wie auch immer man das nennen möchte. Ah, die Ventilatoren. Ja, sie sind aus. Es gibt für alles eine Lösung. Gut. Wo kommen wir jetzt hin? Einfach mal den Gang nach. Man kann es ja total verwinkelt bauen. Immer wieder eine... Hast du keine Fackeln mehr? Habe ich alle Fackeln aufgebraucht? Oh mein Gott, wir haben wirklich mal Fackelnotstand. Okay. Jetzt sind wir hier. Und da vorne ist rote Munition. Nein, ich kann übrigens nicht mit 1 die Waffe tauschen. Habe ich gerade versucht. Und da ist die. Scheiße. Da ist die Scheiße. Nein, da ist nicht die Scheiße, aber... Scheiße, ich weiß, wo wir sind. Scheiße. Speichern. Ja, wir sind in einem Kampf reingeraten. Es wird sehr, sehr unschön. Ei. Ich hasse diesen Typen. Das klappt das, wenn ich mich da oben raufstelle? Ja, der hat leider auch solche dämlichen Fähigkeiten. Das klappt? Ich hab keine Ahnung. Ich hab das noch nie gemacht. Na doch, ich hab das schon mal gemacht, aber... Hey, Süße, spring da mal rauf. Nein! Ach, du bist echt dämlich, oder? Waffe wegziehen. Einmal um den rumlaufen. Und raufspringen. Nein! Okay. Okay, und jetzt einfach schießen. Und wir nehmen einfach mal die Shootgun, weil wir es brauchen. Ich glaube, meine Taktik ist, glaube ich, jetzt ganz schön klar geworden. Wir haben eh noch kein Medipack gebraucht. So, das Dämliche ist, ich sehe nur sie, ich sehe nicht den Typen. Das ist natürlich ein bisschen hinderlich. Oh, jetzt ist er tot. ihr habt natürlich jetzt überhaupt nichts gesehen. Es tut mir leid, aber mein Gott. Kann ich nichts für. Aber der Gang ist frei. Es tut mir echt leid, ihr habt nichts gesehen. Ich kann auch nichts ändern. Ich sammle jetzt erstmal das ein, was hier liegt. Gucken wir nochmal den Raum an. Auf jeden Fall gestorben ist er, aber mir hat er auch nichts... Zurückgelassen hat er mir aber auch nichts, oder? Können wir die Tür hier öffnen? Nein. Okay. Das war ein berauschender Gegner. Ich finde das gerade super toll, dass hier oben, wenn man da oben draufsteht, so eine geile Perspektive kommt. Oh.